Geht schon los. Pass auf, ganz einfach. Was ist das für ein Autokran? Guck mal, da steht's drauf auf der Seite. Lies mal. Hier? Da? Grove. Grove GMK 4100L. Genau. Vier Achsen, 100 Tonnen. Langer Mast, 60 Meter Mast. Ist der Schlüssel? So. Ja. Guck mal, als erstes geht mal rund und guckt mal, ob alle Bolzen und alle Teller fest sind. Was fällt dir direkt auf? Was hängt da runter? Guck mal da. Bassteile? Nee, da der Bolzen, der da ist. Wenn du auf die Straße fährst, muss der normalerweise aus Sicherheitsgründen hier drin sein. Siehst du das? Auf 11 Uhr. Warte mal. Halt du mal fest, Papa macht mal rein. Oder probierst du es selber? Genau, und dann runterdrehen. Genau, und jetzt gehst du mal rund und guckst mal, ob alle Bolzen fest sind als allererstes. Weil die könnten bei der Straßenfahrt sonst rausrutschen. So auf 11 Uhr und dann runterdrehen. Genau, und jetzt die anderen Seiten auch. Und immer gucken, ob hier die Teller fest drin sind. Das machen wir gleich, wie wir die festmachen, da raus, ne? Hat doch einer die Bolzen nicht reingesteckt. Das war der Helmut bestimmt gewesen. Guck mal da, hier, der Bolzen ist hier hinten. Den auch so reinstecken. Genau, und einer fehlt noch, vier Stützen hast du. Gut, reicht. So, jetzt kannst du die Tür schon aufschließen. Einfach aufschließen. Hol den Schlüssel, Julius. Ja? Mhm. So. Können wir aber noch nichts machen. Wir gehen jetzt zur Beifahrerseite. Ja. Erstmal zur Beifahrerseite. Beifahrerseite auch aufschließen. Gut, Tür auf. Und da brauchst du jetzt den Notausschalter hier, den. Und der kommt jetzt hier oben rein, wo der Batteriekasten. Da reinstecken und rumdrehen. Ich sehe ihn nicht. Kommst nicht dran? Guck mal, ah, da. Oben, nach oben, nach oben, so. Und jetzt rein. Genau, so rum. Zack, jetzt haben wir Strom. Ja. Jetzt kannst du die Beifahrertür zumachen. Der hat zwei Notausknochen, einen für den Oberwagen und einen für den Unterwagen. So, das war's. Jetzt setz dich rein. So, steckst du den Schlüssel ins Zündschloss rein. Ah, da. Der da? Ne, der andere. Der große. Jetzt? Drehst du rum. Ist. Jetzt fährt hier das Display. Da sind Papa auch noch ein bisschen dabei. Jetzt fährt hier das Display hoch. Guck mal hier. Siehst du das? Ja. So, jetzt drehst du den Zündschlüssel rum. Kann nichts passieren. Du bist hier auf neutral. Rum? Drehen. Okay, jetzt gehst du hier in das Ecos rein, so heißt das Gerät hier. Drückst oben die F5, den Taster F5. So, genau. So, und da siehst du jetzt eine rote Feder da unten. Ja. Ja? Ja. Das ist die Achsblockierung, die machen wir jetzt raus. Drück mal auf die F8. So, super. Und jetzt siehst du da, jetzt kannst du den Kran in verschiedenen Versionen hoch und runter fahren, ne? Seitlich kippen und machen, aber wir wollen den jetzt auf Fahrniveau. Jetzt drückst du hier auf die F4 und nicht loslassen. Ein bisschen Gas geben. Wo? Das rechte Pedal ist Gas.
da bist du feine Brötchen drauf. Du. Ja, den Vollgas immer so, dass du so bei 15 bist, so knapp unter 15. So, guck mal, was jetzt passiert ist. Oh, jetzt sind wir grün. Jetzt können wir fahren. Schmerz.